Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Kai vom Weber Original Store in Gründau. Ich möchte euch heute einmal den Summit Kamado vorstellen. Hier ist interessant, mag ich das Gerät mit einem Seitentisch oder so Standalone? Ich persönlich bevorzuge eher das mit dem Seitentisch, weil ich brauche eine Arbeitsfläche. Aber da könnt ihr euch gleich selbst ein Bild von machen. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie ist also der Summit Kamado, das Flaggschiff unter den Weber Kohlegrillgeräten, aufgebaut? Wir haben hier einmal die Deckellüftung. Das Ganze lässt sich ganz öffnen, sodass wir eine Anzündkaminwirkung haben und das Grillgerät nach dem Zünden sehr schnell mit der Temperatur nach oben fahren können. Der Deckel ist doppelwandig und mit Luft isoliert. Das hat den Vorteil, dass ich sehr schnell in den verschiedenen Hitzezonen schwanken kann. Das würde ich mit einer Keramik im Deckel nicht schaffen. Im vorderen Bereich haben wir den Deckelthermometer und der zeigt uns die Innenraumtemperatur an. Wenn ich jetzt einmal den Deckel öffne, befindet sich im Inneren ein Edelstahl-Grillrost. Der Deckel ist jetzt hier nochmal mit einem Edelstahl-Dichtnetz versehen, sodass man das Grillgerät sehr dicht abschließen kann und mit wenig Sauerstoff sehr lange grillen kann. Gerade im niederen Temperaturbereich ist das interessant. Dieser Grillrost ist so aufgebaut, dass wir hier das übliche GBS-Grillrostsystem haben, um hier entsprechend einen Wok, einen Dutch Oven oder einen Seargrate und dergleichen einzusetzen. Die Seitenteile sind klappbar, sodass man vielleicht auch nochmal ein Räucherholz später zugeben könnte. Jetzt kann man den Rost ganz entnehmen und im Inneren findet sich so eine Diffuserplatte. Sowas setzt man ein, wenn man wirklich im sehr niedrigen Temperaturbereich unterwegs ist, Spare Ribs macht, Pulled Pork, vielleicht ein Brisket über eine sehr lange Zeit, niedere Temperatur fährt. Hier würde man jetzt noch ein Wassertropfbecken aufsetzen, mit Wasser füllen. Das Ganze wird dann auch nochmal von der Temperaturführung ein bisschen starrer und abtropfende Fette können nicht verrauchen. Entnehme ich jetzt die Diffuserplatte, befindet sich im unteren Kohlekörbe. Diese Kohlekörbe kann ich entsprechend mit Kohle füllen, sie zur Seite ziehen. Ich kann ein zentriertes Feuer machen, wenn ich vielleicht das Seargrate für einen Rindersteak einsetze. Ich kann sie auch ganz entnehmen und habe hier unten den Kohlerost. Unter dem Kohlerost befindet sich noch ein Zündrohr. Das heißt, hier kann der Grill gezündet werden über eine Gaskartusche, um die Kohlen so anzuzünden. Haben wir dann ein kleines Glutnest, öffne ich die Deckelöffnung und habe somit praktisch die Kaminwirkung, um den Grill relativ zügig nach oben zu ziehen in der Temperaturführung. Im unteren Bereich haben wir jetzt hier einmal eine Schublade zum Rausziehen. Hier lassen sich diverse Dinge lagern. Hinter dieser Klappe kann man dann die Kartusche einschrauben. Das Gas, die Gaskartusche brauche ich, um hier über die Zündung einmal diesen Gasstrahler im Inneren zu betätigen. Das zeige ich euch gleich mal live. Und hier haben wir dann die Regulierung, wie üblich, einmal die Auskehrfunktion, ganz offen, eine Smoke-Funktion oder ganz geschlossen. Und ganz hier unten habe ich, wie bei Weber üblich, den Aschetopf. Bequem kann ich dann die Asche ausgießen und hänge ihn einfach wieder ein. Ich bin jetzt hier in unserer Grillakademie und habe einen Summit Kamado, welcher schon in Betrieb ist. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie das mit der Zündung funktioniert. Hier neben einmal nach links drehen und schon zündet das Grillgerät. Jetzt kann ich hergehen und kann die beiden Seitenkörbe einfach über die Flamme ziehen. Und somit ist es relativ easy, das Grillgerät zu entzünden. Das heißt, ich stelle das so hin. Und jetzt kann ich warten, bis sich ein Glutnest gebildet hat. Dann schließe ich den Deckel und würde jetzt hier die Deckelöffnung aufmachen, wie eben beschrieben. Und dadurch kann ich das Grillgerät also ganz, ganz bequem und schnell zünden. Der kleinere Summit Kamado ist im Wesentlichen völlig gleich aufgebaut und auch in der Funktionsweise. Der deutliche Unterschied ist eben der fehlende Seitentisch und auch hier keine Gaszündung mit einer Gaskartusche. Hier würde man jetzt klassisch einen Anzündkamin verwenden. Ja, erwähnenswert ist vielleicht noch, dass bei dem großen Summit Kamado hier noch eine Tasche für Kohle dazu geliefert wird. Die kann man hier oben auch einmal so verschließen und dann kann das hier unten gerne abgelegt werden. Was auch für beide Summit Kamado sehr gut geht, ist dieser Warmhalterost, also eine Erhöhung. Und damit kann ich praktisch eine zweite Etage schaffen und habe sehr, sehr viel Platz im Grillgerät, kann unten grillen, kann hier noch was oben drauflegen, den Deckel schließen und damit richtige Mengen vergrillen.
Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Video zum Thema Summit Kamado gefallen. Ihr könnt ihn mit Holzkohle betreiben, ihr könnt ihn mit Brikett betreiben, schön die Räucherhölzer einsetzen. Er ist also ein Alleskönner, vom Niedertemperaturgaren bis zum Hochtemperaturgrillen. In diesem Sinne sage ich, tolle Grillsaison, viel Spaß beim Grillen und always happy barbecue, der Kai aus Gründau.